Mit dem A1 wagt sich Audi ins Kleinwagensegment vor. Zur Markteinführung stehen zwei Benziner mit 86 oder 122 sowie ein Diesel mit 105 PS zur Wahl. Wir testen den 1,6 Liter Vierzylinder Diesel. In 10,5 Sekunden beschleunigt der kleine Kompakte von 0 auf 100 km/h. Erst bei 190 km pro Stunde ist Schluss. Mit nur 3,9 Litern soll der kleine Audi 100 km zurücklegen können. Viele kleine Details des A1 erinnern an seine großen Brüder, egal ob A3 oder A8. Die seitliche Linienführung sorgt optisch für Dynamik. 17 Zoll Leichtmetallfäden unterstützen diesen Eindruck. Die Dachlinie fällt nach hinten steil ab und ist durch eine kontrastierende Farbe von der restlichen Karosserie abgesetzt. Audi typisch die neuesten Scheinwerfer mit dem geschwungenen LED-Tagfahrlichtband. Chromleisten zieren Kühlergrill und Nebelscheinwerfer. Am Heck finden sich in leicht verändertem Design die LED-Rückleuchten der Großen von Audi wieder. Der Innenraum ist klar strukturiert. Tacho und Drehzahlmesser sind übersichtlich und gut lesbar. Praktisch die Radio- und Navigationssteuerung am Lenkrad. Die verarbeiteten Materialien wirken stimmig, das Design kombiniert Frische und Eleganz. Spannend ist die Frage, wie der A1 sich am Markt positionieren wird. Eins steht jedoch jetzt schon fest. Wer so viele Blicke auf sich zieht, hat starkes Potenzial. Ab September dieses Jahres beginnt die Auslieferung des Audi A1 in Deutschland.